er überhaupt keine Probleme gehabt, hat noch keinen Satz abgegeben. Bei seinen Siegen gegen Sargis Sargsyan aus Armenien, Felix Mantilla und dann gestern gegen Andre Agassi in diesem mit viel Spannung erwarteten Duell, das zum Schluss dann doch relativ einseitig zugunsten von Pete Sampras verlief. Jan Siemering liebt dieses Turnier, hat einige Male daran teilgenommen und war bei seinem ersten Auftreten am erfolgreichsten. Da war er Qualifikant und erreichte das Halbfinale und ihm gelang damals in der Runde der letzten acht ein Sieg gegen Boris Becker mit 6:3 und 6:4. Und Siemering scheiterte dann erst an Stefan Edberg. Zwei weitere Male stand er im Viertelfinale und Pete Sampras zum zweiten Mal dabei. Im letzten Jahr in Essen erreichte er das Halbfinale, verlor gegen den späteren Sieger, gegen Thomas Muster aus Österreich. Er ist unumstritten die Nummer 1, nicht er hier, Richard Kaufmann, vielleicht ist das auch, das kann ich nicht beurteilen, seit Jahren auf der Tour, der Stuhlschiedsrichter aus New York. Pete Sampras, unangefochten, natürlich auch für die ATP-Weltmeisterschaft bereits qualifiziert. Und wenn der Veranstalter Hoffnungen ausdrücken kann, die Zuschauer auch, dann hofft man natürlich schon heute auf ein morgiges Traumfinale. Sampras gegen Becker. Ob es dazu kommt, das werden wir innerhalb dieser Sendung erfahren. From saying 40-15. Spiel Sampras, first game. Paul Annacone nickt zufrieden. Zwei Asse von Pete Sampras, eines davon gespielt mit einer Geschwindigkeit von 198 Kilometern pro Stunde. Sampras, dessen Aufschlag ja so schwer zu lesen ist, da die Ausholbewegung eigentlich immer identisch ist, aber er variiert seine Aufschläge, spielt sie nicht nur knallhart durch die Mitte, sondern häufig auch mit sehr viel Spin und Schnitt. Und der zweite Aufschlag ist wahrscheinlich einer der besten auf der Tour. Am ehesten kommt noch Boris Becker da heran mit der Qualität des zweiten Aufschlags. Was darf man in dieser Auseinandersetzung erwarten? Vermutlich nicht allzu viele lange Ballwechsel, denn beide lieben das Serve-and-Volley-Spiel. Wobei Pete Sampras am ehesten noch in der Lage ist, auch von der Grundlinie den Angriff langsam aufzubauen. Siemering ein sehr konsequenter Serve-and-Volley-Spieler. Als Linkshänder natürlich immer gefährlich. Mit einem nicht übermächtig harten, aber sehr platzierten Aufschlag.
Try Sigmund. 30. Spiel centering. Wie zu erwarten, setzt Siemering konsequent auf Angriff. Er gehört zu den Spielern, die auch nach dem zweiten Aufschlag sofort den Weg ans Netz suchen. Aber dieses Spiel kann natürlich nur erfolgreich sein, wenn die Aufschläge gut sind. Right up 30. Fear sick, dry sick, 40-30. Das ist Tjerk Boekstra, der Trainer von Jan Siemering. Und der ist sicherlich auch ein bisschen irritiert über die Vielzahl von leichten Flugballfehlern im Spiel von Pete Sampras in dieser Anfangsphase. Aber mit seinen gut platzierten Aufschlägen gewinnt Pete Sampras auch sein zweites Aufschlagspiel, geht mit 2-1 in Führung. Und das, wie gesagt, trotz dreier geradezu in Anführungsstrichen anfängerhafter Fehler mit Flugbällen sowohl auf der Vor- als auch auf der Rückhandseite.
Um Himmels Willen, wo ist denn hier der Max? Ach Gott, da bist du ja. Rekord in der Hans-Martin-Schleierhalle. Bisher ein normaler Spielverlauf, 2-1-Führung für den amerikanischen Weltranglisten-Ersten Pete Sampras aus Tampa in Florida. 25 Jahre alt ist der Amerikaner, ein Jahr älter Jan Siemering, der mittlerweile seinen Wohnsitz auch nach Monte Carlo verlegt hat. Ein Turnier hat Siemering in diesem Jahr gewonnen, in Nottingham auf Gras, eines der Vorbereitungsturniere auf Wimbledon. Tja, das hat Siemering nicht so gesehen. Er wähnte den Ball auf der Linie. Der erste gelungene Return von Pete Sampras. Und gleich noch einer. Es war kein Return, aber wieder ein Rückhandball die Linie entlang. Zu schwach der Flugball von Jan Siemering. Auf den Körper serviert. Pete Sampras noch längst nicht in der Form, wie er sich gestern präsentiert hat, bei seinem deutlichen Erfolg gegen Andre Agassi. Ich denke, er wird sich steigern. Same 15 love.
Dreisig Nord, 30 Love. Spiel Sampras. Den ersten längeren Ballwechsel haben wir in diesem fünften Spiel des ersten Satzes registrieren dürfen. Sehr druckvoll von der Grundlinie von beiden gespielt, mit einer beachtlichen Länge. Und die erste Chance zu einem Netzangriff, die nutzte Jan Siemering, der dann sehr dicht aufrückte ans Netz. Und da war klar, wenn er an den Ball herankommen würde, macht er den Punkt. 3:2 für Pete Sampras, der natürlich durch seinen Aufschlag sehr, sehr viele Freipunkte sich erspielt. Punkte, um die er gar nicht oder zumindest nicht sehr intensiv kämpfen muss. Das ist natürlich ein ungemeiner Vorteil, wenn man sich so auf seinen Aufschlag verlassen kann, wie das bei Pete Sampras der Fall ist. Vielleicht der technisch vielseitigste Spieler nach Rod Laver, dem legendären australischen Grand-Slam-Sieger. Und Laver war in der Jugend auch das große Vorbild von Pete Sampras, der übrigens in seiner Kindheit die Rückhand beidhändig gespielt hat. Aber sein damaliger Trainer, Dr. Fischer, hat ihn umgestellt auf die einhändige Rückhand. Mit der Begründung, dass es in der Geschichte des Tennis noch nie einen großen Serve- und Volley-Spieler gegeben habe, der mit einer beidhändigen Rückhand erfolgreich war. Und daran ist ja auch viel Wahres dran. Sieht alles so leicht, so locker aus bei Pete Sampras, ohne jegliche Schnörkel. Same by the 15 all.
Rest of the bye. 30. Pfeifverlauf von Ion Tiriak für diesen diagonal gespielten Rückhandball von Pete Sampras. Unerreichbar für Siemering. Zweite Breakmöglichkeit und die Formkurve von Sampras, sie zeigt nach oben. Der Druck auf Jan Siemering wird größer und bisher hat er sich immer retten können mit dem typischen Linkshänderaufschlag von der linken, von der Vorteilsseite weit hinaus auf die Rückhand von Pete Sampras. Und mit diesem Aufschlag hatte Sampras bisher Probleme. Das erste Break und Jan Siemering bekommt mehr und mehr Probleme, wenn der erste Aufschlag nicht kommt. Den zweiten kann Pete Sampras angreifen. Es war klar, dass der Amerikaner sich steigern würde gegenüber dem, was er in den ersten Spielen hier gezeigt hat, mit einer für ihn sehr hohen Fehlerquote. Nun also 4:2 Aufschlag Sampras. Ja, wenn man gegen Pete Sampras erfolgreich sein will, dann muss man natürlich solche Chancen nutzen, wie sie Jan Siemering eben gehabt hat. Stark dieser ganz tief genommene
Flugball von Pete Sampras. Dennoch war da eine gute Möglichkeit zum Passierball von Siemering. Aber der Druck auf den Holländer wird immer größer, weil Pete Sampras immer stärker spielt. Dies also das erste Halbfinale und es bahnt sich im Moment zumindest der Erfolg des Favoriten an. Anschließend dann das zweite Halbfinale, auf das alle hier warten. Unser Interesse gilt aber natürlich weiterhin der ersten Halbfinale-Auseinandersetzung. Pete Sampras gegen Jan Siemering, 5:2 für den Amerikaner. Und Jan Siemering steht unter Druck, vor allen Dingen, wenn sein erster Aufschlag nicht kommt. Das Spiel ist in einigen Phasen einfach zu schnell für den Holländer. Nach wie vor kaum erste Aufschläge im Spiel bei Jan Siemering. Gut. Interessant, die Position von Jan Siemering beim Aufschlag. Während der Aufschlagbewegung orientiert er sich nach vorne. Deshalb ist seine Grundstellung beim Aufschlag etwa 30, 40 Zentimeter hinter der Grundlinie. Hier schön zu sehen. Mike De Palma, der Trainer von Boris Becker, schaut mit Interesse wie immer sich auch andere Begegnungen an, im Hinblick natürlich auch auf ein eventuelles Finale morgen mit Boris Becker.
Just then by that 15 on. Der bisher beste Return von Jan Siemering. Satzball Sampras. Der geht ins Aus und Pete Sampras gewinnt den ersten Satz mit 6-3. Jan Siemering spielt das, was er kann, aber er steht doch mittlerweile zu sehr unter Druck. Und das wirkt sich natürlich aus im Spiel. Da unterlaufen dann doch viele Fehler. Pete Sampras hat mehr Möglichkeiten in seinem Spiel aufgrund seiner Technik und seines Ballgefühls. Und natürlich auch aufgrund seiner guten Aufschläge, obwohl er erst zwei Asse geschlagen hat. Aber eigentlich hat es bisher einen einzigen guten Return gegeben von Jan Siemering. Viele seiner Returns so auch hier geraten zu kurz. Und das gibt dann natürlich die Chance für Pete Sampras zum Netzangriff. Sampras, der ja 43 Turniere in seiner Laufbahn gewonnen hat, von allen aktiven Spielern die zweitmeisten hinter Boris Becker. 7 davon in diesem Jahr. Der größte Erfolg, der Gewinn der US Open gegen Michael Chang im Finale in Flushing Meadow. Und zuletzt hat er 3 Turniere in Folge gewonnen und damit insgesamt 20 Spiele unbesiegt. Basel war sein letzter Turniererfolg im Finale gegen Hendrik Dreekmann, der einen Satz ganz gut mithalten konnte, aber auch dann eindeutig dominiert wurde und unterlegen war gegen den Weltranglisten ersten Pete Sampras. Alle Schläge. Und das ist immer das Problem, wenn man mit dem ersten Volley den Punkt nicht macht, dem Gegner eine zweite Chance gibt, dann wird sie häufig genutzt, wie hier von Sampras. Ball war gut. Sampras hat da eben oben kurz nochmal auf den Monitor geschaut, wo ja es eine Wiederholung dieses Ballwechsels gab. Und ist eigentlich nicht unbedingt zufrieden mit der Entscheidung.
von Jurassic 15. Ja, also das war dann wohl eine Fehlentscheidung. Aber der Stuhlschiedsrichter darf den Linienrichter nur überstimmen, wenn er ganz sicher ist, dass die Entscheidung des Linienrichters falsch war. Klasse Flugball von Siemering gegen die Laufrichtung seines Gegners. Aber es bleibt dabei, wenn Siemering seine Aufschlagspiele gewinnt, dann doch sehr umkämpft und sehr mühevoll. Aber ein wichtiger Spielgewinn zum Auftakt des zweiten Satzes für den sympathischen Holländer. Eine Studie von Jan Siemering, der wie gesagt über keinen extrem harten, aber einen sehr variablen Aufschlag verfügt. Nur der erste Aufschlag, er kommt heute bisher zu selten und nach wie vor am erfolgreichsten seine Variante von der Vorteilsseite auf die Rückhand von Pete Sampras. Gut. Insane by the 15 on. Sehr mutig, dieser Netzangriff von Jan Siemering, denn der Vorbereitungsball war wahrlich nicht optimal.
Und der erste Aufschlagverlust von Pete Sampras, der ein bisschen nachgelassen hat, vielleicht auch in der Konzentration. Das passiert häufig, gerade in der Beginnphase eines neuen Satzes. Jurassic 15. Or Ty Simmering. Deuce.
fast alle Returns von Pete Sampras über die Rückhandseite des Linkshänders Jan Siemering. Schön. Viele Aufschläge von Siemering direkt auf den Körper von Pete Sampras. Ja, dieser Ball war schwieriger, als man vermuten würde. Wenn denn Jan Siemering ihn aufspringen lässt, dann muss er sich einfach ein bisschen mehr Zeit lassen. Zum fünften Mal ein Stand. Im Moment spielt Siemering, wenn man so will, ohne ersten Aufschlag. Zwei Doppelfehler und kein erster Aufschlag. Dennoch Spielball für Siemering. Tja, der Ball ist aus. Der rollte auf der Netzkante und ging dann ins Aus. Eine ganz selten gesehene Variante. Schauen wir noch mal hin. Bitter für Jan Siemering, der ja eben schon diese Riesenmöglichkeit hatte mit der Vorhand, die er ins Netz spielte. Sampras. Oh.
Und wieder einmal die Return-Variante über die Rückhandseite von Siemering. Ein bitterer Spielverlust für den Holländer, dem ja drei Doppelfehler unterliefen und der seine spielerischen und technischen Mängel häufig auszugleichen sucht durch einen enormen Kampfgeist, vor allen Dingen am Netz. Das sieht manchmal sehr unorthodox aus. Er hat zwei Riesenmöglichkeiten gehabt, auf 3:0 davonzuziehen. Nun sofort das Rebreak von Pete Sampras nach dem bisher längsten Spiel innerhalb dieser Halbfinalbegegnung. Das Weltklasse-Können von Pete Sampras, das ist bisher eigentlich nur dann und wann aufgeblitzt. Der Amerikaner hat nicht mehr getan als unbedingt notwendig. Wurde gestern vor allen Dingen im ersten Satz natürlich auch mehr gefordert. Das war natürlich auch ein viel größeres Prestigeduell, die Auseinandersetzung mit Andre Agassi. Aber nachdem Sampras nun das Rebreak gelungen ist, hat man den Eindruck, als wenn er nach dem Motto spielt, ich habe diese Begegnung im Griff und mache nicht mehr als unbedingt notwendig. Mal sehen, ob es reicht. Weiter 15. Vergleichbare Aktion zu der eben von Siemering. Da außen ist das Netz natürlich erheblich höher als in der Platzmitte. Sampras häufig nicht dicht genug am Netz, da muss er in die Knie gehen und diese tiefen
Flugbälle, die sind schwer zu spielen und selbst wenn er sie übers Netz bekommt, dann gibt es natürlich eine gute Chance, jeweils für Siemering zum Passierball. Wenn Siemering nicht unter Druck steht, so wie hier, dann passiert er im Moment den Weltranglisten-Ersten nach Belieben. Zwei beide, zwei lange Spiele, beide zugunsten von Pete Sampras ausgegangen. Ein bisschen bitter für Jan Siemering, der viele Chancen und Möglichkeiten hatte, der ja auch 40-15 führte bei diesem Aufschlagspiel von Sampras, der sich dann aber immer wieder durch gute erste Aufschläge retten konnte. Und die spielentscheidenden Punkte in den beiden letzten Spielen hat halt Pete Sampras gemacht. Donnerwetter, zum ersten Mal zwei Asse in Folge für Jan Siemering, der zum zweiten Mal ein Aufschlagspiel zu Null gewinnt und damit diesen zweiten Satz weiterhin offen hält. Fast immer keine Reaktion zu erkennen im Gesichtsausdruck von Pete Sampras, der ja häufig nach außen quasi desinteressiert wirkt, aber das ist nun mal seine Art. Time. John McEnroe hat ihn den sanften Killer genannt. Er kann so unendlich viel, nicht alles davon hat er heute bislang gezeigt. Same
Jan Siemering rückt immer sehr, sehr dicht ans Netz auf. Und wenn er dann an den Ball kommt, hat er wenig Mühe, den Punkt zu machen. Und selten setzt bisher Sampras den Lob ein. Genau auf der Linie dieser extrem unterschnittene Vorbereitungsball zum Netzangriff von Sampras. Sampras. Also, das ist natürlich sicherlich aus der Sicht von Jan Siemering auch schon ein bisschen frustrierend. Da hat er bei den letzten beiden Aufschlagspielen von Sampras insgesamt 3 Breakmöglichkeiten. Die hat er sich weniger erspielt als förmlich erkämpft. Und dann spielt halt Sampras 2, 3 erste Aufschläge ins Feld, unerreichbar für den Holländer, und macht das Spiel zum 3-Beide. Sequence on 30-15.
Der bisher beste Return von Sampras nach diesem Linkshänderaufschlag auf die Rückhand des Amerikaners. Ganz weich gespielt, aber aus der Sicht von Siemering wird der Ball immer länger und unerreichbar. Vielleicht schon der vorentscheidende Aufschlagverlust von Jan Siemering, der vor allen Dingen mit dem Rückhandflugball doch einige Probleme hat und der natürlich, und darüber schimpft er ja auch permanent, unzufrieden ist mit seinem Aufschlag. Der erste kommt zu selten, der zweite häufig ein Angebot an Pete Sampras, wie in dieser Situation sehr schön zu erkennen, förmlich in den Schläger von Pete Sampras hineingespielt. Und der hat dann natürlich keine Mühe, diese Angebote in Punktgewinne umzusetzen. Pete Sampras sicherlich nicht in absoluter Bestform bisher und dennoch in der im Moment sehr komfortablen Situation, 6:3, 4:3 bei eigenem Aufschlag. Siemering kämpft, bemüht sich, aber er hat natürlich einfach technische und spielerische Defizite. Gegenüber dem Stilisten Pete Sampras. Was für ein Volley über Kopfball von Pete Sampras. Im Stile eines Hallenhandballspielers beim Sprungwurf. Und die Netzkante ist heute auch nicht unbedingt der Freund von Jan Siemering.
Spiels dank. Immer wenn er ihn braucht, dann ist bisher der erste Aufschlag gekommen von Pete Sampras in dieser ersten Halbfinalbegegnung. Diesen Volley-Stop setzt Siemering sehr häufig und sehr erfolgreich ein. Und den kann man natürlich nur spielen, wenn man auch über ein entsprechendes Ballgefühl verfügt. Drei Volley-Stops von Jan Siemering, alle erfolgreich abgeschlossen. Der Holländer gibt keinen Ball verloren, kämpft bei jedem Ballwechsel. Aber was soll er jetzt machen? Er kann nur darauf hoffen, dass Pete Sampras nicht wieder zwei, drei Punkte resultierend aus dem starken ersten Aufschlag gewinnt. Und Siemering muss etwas riskieren in diesem vielleicht letzten Spiel, um sich dann doch noch eventuell eine Chance auszurechnen. Eine Stunde und 20 Minuten etwa gespielt. In dieser vom Ergebnis und auch vom Spielverlauf her sehr ausgeglichenen Begegnung, in der man allerdings bisher nie den Eindruck hatte, als wenn Pete Sampras hier in Gefahr geraten könnte. Dafür hat er zu oft das Tempo angezogen und das Spiel wieder an sich gerissen, wenn es für ihn eine bedrohliche Situation gab. Denken wir nur an den zwischenzeitlichen 0:2 Rückstand und die Abwehr von etlichen Breakmöglichkeiten. I'm saying 0:15 love. Ball war gut. Sampras ist zwar anderer Meinung. Ball
Was für ein zweiter Aufschlag von Sampras und nun zwei Matchbälle für den Amerikaner. Und bezeichnenderweise mit einem Ass, dem achten in dieser Begegnung, beendet Pete Sampras die Partie. Er siegt mit 6:3 und 6:4 und steht damit als erster Spieler im Finale der Eurocard Open, das ja morgen hier in der Hans-Martin-Schleyer-Halle ausgetragen wird. Und damit ist, wenn man so will, der erste Schritt in Richtung auf ein Traumfinale getan. Sampras gegen Becker oder Chang, das wird sich gleich entscheiden. Jan Siemering hat das gegeben und das gespielt, was er konnte. Er hat in einigen Aktionen Pech gehabt. Denken wir an den Netzroller, denken wir an nicht genutzte Breakmöglichkeiten. Und Pete Sampras ist seiner Favoritenstellung gerecht geworden. Er verabschiedet sich für heute vom Publikum, wird ja morgen zum Finale wieder da sein. Und bei Klaus Lufen steht der Unterlegene, der sympathische Holländer Jan Siemering. Klaus Lufen, bitte.